Wir wollen uns mit dem Weltraummäuselied vorstellen. Ich habe eine Maus gesehen, sie wollte auf Weltraumreise gehen. Sie packte ihren Koffer ein, was man so braucht als Mäuselein. Immer man Zug, 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 Viren, Flug, 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 den Raum man Zug. Was man so braucht als Mäuselein. Die Batterie, ri, ri, als Energie, ki, ki. Die Batterie, ri, ri, als Energie, ki, ki. Der Baumann zug, 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 Viere, flug, flug, flug. Der Baumann zug, 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 Viere, flug, flug, flug. Ich habe eine Maus gesehen, sie wollte auf Weltraumreise gehen. Sie packte ihren Koffer ein, was man so braucht als Mäuselein. Die Batterie, Fun, Fun, Viere, Ton, Ton, Ton. Das Mikrofon, Fun, Fun, Viere, Ton, Ton, Ton. Die Batterie, Ri, Ri, als Energie, Ki, Ki. Die Batterie, Ri, Ri, als Energie. Was man so braucht als Mäuselein. Auf etwas Speck, 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 komm ins Gepäck, Peck, Peck. Auf etwas Speck, 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 komm ins Gepäck, Peck, Peck. Das Mikrofon, Fon, Fon, Viren, Ton, Ton, Ton. Das Mikrofon, Fon, Fon, Viren, Ton, Ton, Ton. Die Batterie, ri, ri, als Energie, ri, ri. Die Batterie, ri, ri, als Energie. Weltraumreise gehen, sie packte ihren Koffer ein, was man so braucht als Mäuselein. Auf Klopapier, Pier, Pier, ihr wisst wofür, für, für. Auf Klopapier, Pier, Pier, ihr wisst wofür, für, für. Auf etwas Speck, 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 man will ins Gepäck, Peck, Peck. Auf etwas Speck, 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 man will ins Gepäck, Peck, Peck. Das Mikrofon, Fon, Fon, wir den Ton. Von, 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 wir den Ton, Ton, Ton. Die Batterie, ri, ri, als Energie, ri, ri. Die Batterie, ri, ri, als Energie, ri, ri. Den Raummann zug, 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 wir den Flug, Flug, Flug. Den Raummann zug, 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 wir den Flug, Flug, Flug. Ich habe eine Maus gesehen, sie wollte auf Weltraumreise gehen. Das verlorene Alien-Baby. Eines Tages wollten Christoph, Navita und Nikola einen Kürbisplaneten erforschen. Die Mäuse flogen 2 Tage dorthin. Sie sahen einen Cheeseburger-Planet von Weitem. Aus Versehen landeten sie aber auf einem Pizzaplaneten. Sie bemerkten nicht, dass ein Baby-Alien in ihrer Rakete krabbelte. Sie flogen weiter. Da bemerkte Christoph und Navita, dass Nikola fehlte. Christoph meinte, vielleicht ist Nikola auf dem Cheeseburger-Planet gelandet, weil er Cheeseburger mag. Navita rief, wir sollten schnell dorthin fliegen, bevor er ihn auffrisst. Als die 2 Mäuse schnell flogen, kam ein Alien in seinen UFO
und versperrte den Weg. Navita schnallte sich an und stieg aus, um das Alien abzulenken. Zum Glück war das Seil unendlich. Christoph flog weiter zum Cheeseburger-Planet. Als er dort war, zog er am Seil, um Navita zu holen. Schnell kam Navita geflogen. Der Alien war verwirrt und erschrocken. Deshalb konnte er Navita nicht gleich verfolgen. Navita rief: Es ist so spät, Nikola beginnt schon am Cheeseburger-Planet zu essen. Christoph rief laut: Oh nein, das kann gefährlich sein, weil dann der ganze Planet verschwindet. Nikola, schmeckt es gut? Es ist so lecker. Christoph rief: oh nein, das darf nicht sein. Nikola aber war so satt, dass er einschlief. Navita fragte: Ist es nicht gefährlich für ihn, in der Rakete zu sein? Christoph antwortet: Sicher, weil er vollgefressen ist. Auf einmal kam das UFO mit den wütenden Alien, der schrie: Ihr habt mich aufgestrichen. Navita und Nikola flogen so schnell weg, dass sie Christoph vergaßen. Am Flug bemerkte Navita, dass Christoph fehlte. Nikola war klar, dass Christoph am Cheeseburger-Planet sein musste. Also flogen sie zurück. Nikola ging zu Christoph und rief ihn. Die zwei liefen schnell zur Rakete und schafften es gerade noch. Der Alien verfolgte die Rakete. Christoph schnallte sich an, sprang aus der Rakete flog zum Alien und entschuldigte sich. Sei nicht böse, wir mussten unser Freund helfen. Der Alien schimpfte: Ihr habt mein Babys entführt. Wir haben es nicht gewusst. Du darfst dein Kind mitnehmen, sagte Christoph. Der Alien stieg in der Rakete, rief sein Baby, umarmte es und flog davon. Die drei Mäuse flogen wieder zurück zur Erde. Dort war Navita traurig. Leider haben wir den Kürbisplanet nicht gesehen. Gefahr am Käseplanet. Mohammed, Leo, Kissi und Roberton flogen mit dem Space Shuttle, um das Weltall zu erkunden. Zum Essen hatten sie nur Pulver zum Trinken. Roberton sagte: Wir haben leider nur Trinkpulver. Nach 12 Stunden Flug sagte Kissi: Ich sehe einen kleinen gelben Punkt. Sie näherten sich dem Punkt. Nach einer Stunde sahen sie, dass es ein Planet war. Sie landeten und Leo bemerkte: Ich glaube, dass es ein Käseplanet ist. Ich rieche den Käse. Mohammed meinte: Wir sollten den Planet erkunden, weil er noch unbekannt ist. Als sie den Planeten erkundeten, entdeckten sie eine Käsestation. Sie entschieden, dass sie die Station anschauen wollten. Sie fanden ein paar Apparate und untersuchten sie. Einer der Apparate war ein Mikroskop. Damit konnte man kleine Dinge sehen, die man mit bloßen Augen nicht sehen konnte. Ein paar Aliens kamen und wollten verhindern, dass die Mäuse die Apparate untersuchen. Aber sie verschwanden plötzlich. So dachten die vier Freunde, dass das nur in ihren Gedanken war. Vor Hunger stürzte sich Leo auf den Käse und biss hinein. Mohammed rief laut: Nein, Leo nicht! Warum? Es schmeckt so lecker.
sagte Leo begeistert. Nach einer Weile bemerkten sie, dass Leo im Gesicht blau wurde. Roberto schrie: Leo, dein Käse, dein Gesicht. Plötzlich hörten sie seltsame Geräusche. Kaum drehten sie sich um, sahen sie Aliens kommen. Die Mäuse erkannten, dass die Aliens die gleiche Farbe hatten wie Leo. Die Freunde rannten vor Angst zu ihrem Space-Shuttle. Kissy nahm zum Untersuchen ein Stück Käse mit. Als sie starten wollten, sagte Mohammed: Wir haben keinen Treibstoff. Leo wusste: Wir haben in der Kiste hier Treibstoff. Robertson füllte schnell den Treibstoff ein und sie flogen zurück zur Erde. Die Analyse des Käse ergab, dass er schädlich war, weil er die Haut blau machte. Abenteuer auf dem Haselplaneten! Die fünf Weltraummäuse Sven, Stevo, Cherry, Noro und Nore trainierten in der Turnhalle, dass sie ins Weltall fliegen konnten. Nun waren sie bereit, ins Weltall zu fliegen. Jerry aber sagte: Ihr müsst ohne mich ins Weltall fliegen, weil ich Höhenangst habe. Sie zogen sich ihre Raumanzüge an, dann befestigten sie einen Schlauch am Raumanzug, dass sie Luft bekommen. Nach ein paar Tagen Flug landeten die vier Weltraummäuse auf den Jahreszeitenplanet, wo sich jede Stunde die Jahreszeit verändert. Sie machten sich einen Apfelkompott und Cornflakes. Und sie hatten eine Weltraummäuseflagge. Sie steckten die Flagge in den Boden. Gerade als es heiß wie Sommer war, schneite es plötzlich wie im Winter. Stevo sagte: Wir haben keine Decken dabei. Nicht wie weg hier. Nachdem sie am Jahreszeitplanet waren, flogen sie auf den Planeten Bunny, den Hasenplaneten. Da sprangen viele Häschen herum und aßen viele Karotten. Der Planet ist grün und die Hasen sind blau. Die blauen Häschen grüßten die vier Weltraummäuse und führten sie zum Häschengeschäft mit vielen Karotten. So wie die Häschen blau waren, hatten auch die Karotten eine andere Farbe als auf der Erde. Sie waren lila und die Hasen versteckten zu Ostern keine Eier, sondern Karotten. Die Weltraummäuse nahmen einen Sack und fragten die Hasen, ob sie ein paar Karotten mitnehmen durften. Die Hasen gaben den Mäusen einen Sack voller lila Karotten. Wir freuten sich, die vier Freunde, einmal noch schlafen, dann konnten sie zurück zur Erde fliegen. Doch bevor sie schlafen gingen, kontrollierte Steve, ob alles fertig gepackt für die Reise zurück nach Hause war. Aber Nanu, wo war denn der Startschlüssel für die Rakete hin? Steve fragte seine Freunde: Habt ihr den Schlüssel gesehen? Aber alle schüttelten den Kopf und fingen gemeinsam an zu suchen. Sie schauten überall, jeder Stein und jedes Blatt wurden untersucht, aber der Schlüssel war spurlos verschwunden. Da kam Sven eine Idee. Wir können doch die blauen Hasen fragen, ob sie uns helfen wollen. Die Häschen waren sofort einverstanden. Stundenlang liefen sie hin und her, aber die Freunde fanden den Schlüssel einfach nicht. Müde vom vielen Suchen ließen sie sich auf die Couch fallen, als plötzlich Noro aufhüpfte und fragte: Hat schon wer in der Rakete nachgesehen? Noro machte sich sofort auf den Weg und tatsächlich, der Schlüssel steckte die ganze Zeit im Zündschloss. Müde und erleichtert gingen sie schlafen und träumten von der lustigen Suche mit den blauen Hasen auf dem grünen Planeten. So flogen sie am nächsten Morgen glücklich zurück. Das Abenteuer mit Flatschi. Eines Tages flogen Maya und ihre Freunde Nico, Melissa und Lisa zu einem fremden Planeten. Sie wollten nämlich alle Planeten kennenlernen.
Sie stiegen in eine Rakete, aber leider funktionierte diese nicht, weil sie leer war und kein Feuer hinten herauskam. Plötzlich kam ein Alien und holte sie mit einem runden blauen UFO ab. Der Alien war auf der Erde. Er war als erstes ein Mensch. Dann wurde er von einer Hexe verzaubert. Der Alien hieß Platschi, konnte fliegen, Farbe tauschen und Gedanken lesen. Er brachte sie zu einem Kokosnussplaneten. Das UFO war am Flug sehr schwer. Rico fragte, wo sind wir hier? Platschi aber flog einfach mit seinem UFO weg und antwortet nichts. Bayard fand am Kokosnussplaneten ein Clownkostüm. Sie rief, hey, ich habe etwas gefunden. Lisa sagte, ich will das anziehen. Sie hatten nun viel Spaß und fanden ihm ein Loch, viele Sachen am Kokosnussplaneten. Schrauben, Fenster und eine Tür. Mit diesen Teilen und Stücken von der Kokosnussschale bauten sie eine Rakete zusammen. Das Fenster kam ganz oben hin. Mit der Rakete flogen sie zurück. Beim Rückflug sahen sie Platschi, der tanzte. Miko fragte, warum hast du uns auf dem unbekannten Planeten alleine gelassen? Platschi antwortete, ihr wolltet doch Planeten kennenlernen. Die Mäuse waren überrascht und gaben ihm als Dank das Clownkostüm. Melissa schrieb das Abenteuer in ihr Tagebuch, als sie wieder auf der Erde waren.